Das ist die häufigst gestellte Frage, die ich in meinem Alltag immer erlebe. Definitiv. Fettzellen, die abgesaugt sind, ich sage immer, die landen in meinem Behälter, die sind weg von ihrem Körper. Aber auch da ist es wie beim Lipödem, man saugt nie alle Fettzellen ab. Also wenn ich jetzt eine Schicht habe zwischen Haut und Muskulatur von jetzt 10 Reihen an Fettzellen, sauge ich die Hälfte oder 3/4 davon ab. Ja, man hat noch 2, 3 Reihen an Fettzellen drunter. Das ist deutlich reduziert, die Kontur schaut besser aus, alles ist harmonischer. Ab dann ist es so wie normal beim Zu- und Abnehmen bei einer Diät. Die Fettzellen, die da sind, können größer und kleiner werden. Ja, also wenn ich jetzt 2, 3 Kilo zunehme, danach wird es nicht so sein, dass das Fett dort wieder überschießt am Bauch oder irgendwie. Aber das Volumen dieser Fettzellen, die da sind, wird mehr. Also Fettzellen, die an einer Stelle abgesaugt sind, sie sind von dort weg, aber es sind nie alle Fettzellen weg. Das heißt, wenn man dann zunimmt im Sinne von Fettgewebe oder Fettmassenzunahme, dann wird das Volumen oder das Bauch halt wieder größer an der Stelle.